Das war also die Mode von Anne Kalb. So, ich muss mal eben ganz kurz hier zwischengreifen, das Mikrofon holen. So, gehen wir doch mal zu unserer Jury. Harald, wie ist dein erster Eindruck von den ersten drei Designern? Ja, also ich bin erstmal sehr angetan, sehr überrascht. Ich habe, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe durchaus sehr neue, innovative Elemente gesehen. Ich habe sehr gute Verarbeitung gesehen. Ich finde es ganz toll, dass junge Menschen gefördert werden, dass es eine Erwartung heute Abend gibt. Ja. Es geht ja auch nicht um Alltagstauglichkeit, es geht jetzt auch nicht darum, kann man diese Mode, was mir immer passiert ist, kann man die tragen in der U-Bahn oder was weiß ich, es geht um Kreativität. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das auch fördert und dass man erstmal junge Leute total crazy ausspinnen lässt, das, was sie im Kopf haben. Und der Alltag holt einen noch früh genug ein. Aber wichtig ist eben, dass die Verarbeitung stimmt, dass die Sitze stimmen, dass das Handwerk schon dahinter steckt. Und dann ist alles reicht, jetzt nicht ein Tuch zu nehmen und einen Gürtel rumzubinden. Man muss natürlich schon wissen. Und ich bin, muss ich sagen, sehr überrascht heute Abend und ich freue mich auf Weiteres. Ja, also herzlichen Dank. Also wir haben noch 9 Designer vorbereitet. Sam, du hast gerade schon sehr zustimmend genickt. Wie war so dein, oder was hat dein Auge wahrgenommen, so die ersten Sachen mit Bezug, vielleicht auch Accessoires? Ist dir da was ganz Besonderes aufgefallen? Also ich muss meinem Sitznachbar absolut zustimmen, weil wir haben ja natürlich den Vorteil, dass wir ganz nah rangehen können. Es ist ja nicht nur wichtig, Verkaufbares zu machen, weil bis jetzt sind wir Deutschen leider nur verkaufbar. Es gibt wenige Ausnahmen, die Gott sei Dank auch eher kreativ arbeiten. Und es ist auch wichtig, dass wir die zukünftige Generation kreativ arbeiten lassen. Und hier geht es erstmal darum, Handwerk zu fördern, weil Handwerk in Deutschland ausgestorben ist, mehr oder weniger in Sachen Bekleidung. Und ich denke, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, was ich bis jetzt gesehen habe, von Häkelarbeiten bis Lachsfisch. Der Mut, Materialien zu kombinieren und Formen zu kombinieren, ist definitiv der da und das muss auch so sein. Super, dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Und